Würde ihm jetzt wirklich da so Strafe geben? Oder vielleicht doch auf Währung? Das ist echt die Happe. Wenn du den Staat um 5 Dollar bescheißt, ne? Ich weiß ja nicht, warum das jetzt nicht als Staatsbeschiss gilt, weil der hat ja Geld hintergangen, also müsste den Staat ja eigentlich betreffen. Ich kenne mich ja nicht so gut aus, ich sage, na ja, ja, der hat das und das gemacht, deswegen sage ich da jetzt nichts weiter großartig dazu. An sich ist doch ein klarer Fall von Staatsbeschiss. Die greifen doch sonst so hart durch und gehen da, oh ja, hier lebenslänglich für 5 Euro und so. Hm, that's really nice gold. Hm, and this is iron. Oh yeah. And this is a creeper! In your face! In your face! In your face! Not in your face. So. Und dann fragen wir wieder, was ist das für ein Mist hier in Deutschland manchmal? Genauso wie ich heute erfahren habe, dass... Hallo? Genauso wie ich heute erfahren habe, dass lebenslänglich in Deutschland 25 Jahre sind. Was für ein Scheiß! Ich dachte immer... Wow, 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 wow. Chill dabei, chill dabei, chill dabei. Also nicht blöd, wenn ich jetzt angucken, wie ich Video heißt, das jetzt schon. Ich wusste schon, dass lebenslänglich nicht lebenslänglich ist, aber ich dachte eigentlich, dass lebenslänglich 50 Jahre ist in Deutschland. Und mir ist auch vollkommen unbekannt, dass das nicht so ist. Und wie merkt man sich ja, dass mir so unbekannt ist? Da habe ich mir erstmal den Kopf gegriffen und dachte, was? 25 Jahre? Es ist auch nicht so, dass ich jeden Tag mit jemandem darüber reden würde, wie lang lebenslänglich ist. Also da hat jetzt auch keiner die Chance gehabt, mich anders zu beratschlagen. Keine Ahnung, was ich sage, dass es schon 50 Jahre sind, aber ich war mir dazu nicht sicher. Und als ich das erfahren habe, dachte ich mir auch so, ja genau. Da tut irgendjemand ermorden und kommt deswegen 25 Jahre lang auf Freiheitsentzug. Klasse. 25 Jahre dafür, dass du jemanden vielleicht 50 bis noch länger gekostet hast und so. Ich will nicht sagen, dass man das daran festmachen sollte, wie alt der Typ, den man... Also, ja. Ihr wisst, was ich meine. Und da denke ich mir, was? Und was ich mir ebenfalls als wirklich dumm erachte... Boah, klasse Überleitung. Ich weiß die Feuersteine, ich brauche die eh nicht. Ich habe eh 1000 davon. Also, es war jetzt der Fukushima-Unfall, ist mittlerweile 3 Jahre her. Kaum zu glauben, dass die Zeit so extrem vergangen ist, aber ja, es ist leider 3 Jahre her. Steiner Berg mir. Und jetzt lese ich nicht wirklich in der Online-Zeitung, dass Japan neue Atommeiler baut und auch wieder die alten in Kraft setzen will. Und da denke ich mir ganz ehrlich, Alter, haben die einen Klatsch? Die haben da ein riesen verstrahltes Gebiet. Für die nächsten 10.000 Jahre, wenn das überhaupt reicht, unbrauchbar. Weil die halt eine extrem gefährdete Position auf dieser Insel haben und sowas halt öfters passiert mit dem Tsunami. Und da kommen die ernsthaft auf die dumme Idee, Atomkraft wieder anzuschmeißen, das auch noch in größerem Maße als zuvor. Da denke ich mir echt, also entweder lernen die Leute nicht dazu, oder ich meine, ich weiß ja nicht, wie das mit der Energiepolitik da ist, aber die müssen doch die Klappe nicht mehr vollkriegen von Wasserkraft eigentlich. Eigentlich müssten die Wasserkraft bis zum Abwinken haben da, oder dauern können. Deswegen frage ich mich ganz ehrlich, wieso die da Atomkraft reinzobern wollen. Tut mich da jetzt korrigieren, falls ich irgendwas falsch labere und so. Aber mein Auge gibt das nicht wirklich einen Sinn. Also einen sinnvollen Sinn. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, da bin ich froh, dass Deutschland aussteigen will aus Atomkraft. Ich weiß gar nicht, ich glaube auf 2018 ist der Ausstieg komplett geplant. Bis 2018 sollen alle Atomkraftwerke ausgeschaltet werden. Und weil ich es mir gemerkt habe, von den... Boah, das sind so viele Zahlen, die ich falsch sagen könnte. Ich glaube, bis 2018 sollen alle aussteigen. Oder 2025, ich weiß nicht.
und es gibt 13 Atomkraftwerke in Deutschland. So, jetzt könnt ihr mich in die Kommentare spammen, was ich doch für ein Noob wäre, dass wir es nicht 13 sind und dass es nicht bis 2018 oder 20 ist. Und dann werde ich in die Kommentare schreiben, oh, ich wusste es doch aber nicht. Und dann schreibt, ja, dann erzählst du so einen Scheiß nicht. Und dann, ja, also das wäre das typische Gespräch. Also fangt schon mal an zu schreiben. So. Ich muss doch irgendwas sagen dazu. Ich kann doch ja einfach, ja gut, okay, Atomkraft, okay, ja. Oh. Zombie. Autsch. Das hat weh. Bin ich hier unten? Wollte ich eigentlich gar nicht. Essen habe ich genug, also... Ich guck mal, ob ich... Oh, aua. Das Eis ist mir zu gefährlich. Ich guck mal, ob ich hier... ein bisschen Eisen finde. Oh, ach, das habe ich nie gemacht. Ich habe Obsidian erzeugt. Das ist ja lustig. Warte mal, ich bin doch hier. Lustig. Ah, stimmt, das habe ich so gelassen, einfach aus, so, dass das wie so eine Mine aussieht hier. Stimmt. Haben wir hier gerade eine Lore? Ja, haben wir. So. Dann setzen wir die mal drauf, setzen uns rein und... push the button! Da the button, ey! Wie sag ich, hab hier was. Schweizer Käsehöhle. So. Ach stimmt, die waren so auf die Jahrfabrik. Ah, es ist auch. Aha. 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 Ich den Scheiß immer rein, weil das brauche ich eh nicht. Den Scheiß. Alter, wo kommt das ganze Hühnchen rein? So viel Hühnchen. Wir haben 17 Eisen gemacht, oder was? Wow, 17 ganze Eisen. Wie aber schon, wir müssen unbedingt mal neue Höhlen finden. Die schwarze Käse ist wirklich mittlerweile aufgebraucht. Da ist zwar hier und da immer noch ein Klacks drin, aber nichts, was sich lohnen würde, irgendwie zu erklimmen. Schönchen! Ah, wir haben Keys ohne Ende. Without End. Keys without End. Das ist der Happy Keys End. Happy Keys End. So, dann wollen wir mal hier anfangen wieder. Also weitermachen. Geht das hier heute nochmal fertig, oder? So. Ja. Wie ich sagte, also Japan, und ich bin ehrlich froh, dass der schon da ausgestiegen ist. Ich selbst habe damals dieses... ich glaube, da gab es eine Petition. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht so in der Lage, da... also, mich einzustellen, aber ich habe da nicht mitgemacht gehabt, war aber auch gegen Atomkraft, also ich bin immer gegen Atomkraft schon gewesen, aus dem ganz einfachen Grunde, dass es zu gefährlich ist, was im nächsten Grunde Sinne aber auch für mich komisch ist, da ich also Kernkraft finde ich gefährlich, andererseits bin ich für die Erforschung von Kernfusion. Das entweder mich, das kommt ziemlich dumm rüber. Einerseits bin ich gegen Kernspaltung, bin aber auch für Kernfusion. Also, gut, ich bin nicht für Kernfusion, aber ich bin dafür, dass man das erforschen sollte. Und wenn man das Sache bei Kernfusion ist, kannst du nicht einfach so erforschen, weil wer sich damit ein bisschen auseinandersetzt, weiß, dass bei Kernfusion auch mal ganz schnell einfach so mir nicht ein schwarzes Loch entstehen kann, was uns einfach nicht benötigt. Ja, das ist nämlich. Ja, es gibt eine Kernfusions
Ein Kernfusionsbeschleuniger in der USA. Der ist auch ausgelegt 2. Jetzt erzähle ich bestimmt wieder eine Scheiße. 2 Atome. Man sieht oder was? Ich glaube, es sind Atome. Ja, Atomspaltung. Atom. Wieso? 2 Atome in rasender Geschwindigkeit, welche weiß ich nicht, aufeinander zuzubewegen und sie dadurch zu fusionieren. Und bei dieser Fusion wird eine gigantische Energie freigesetzt, die, auch diesen Wert ist mir unbekannt, ich glaube 300 mal so groß wie Atomkraft sein soll oder so, ich weiß nicht, irgendwas in der Dreh war. Alter, heute sind da Metallen dabei, ich könnte euch einen ganzen Schluss erzählen. Auf jeden Fall ist es wesentlich besser als Atomkraft von der Leistung her. Das Problem an der Sache ist halt, dass diese Atom... Diese Röhre, die ist etliche Kilometer lang. Also das ist ein riesen Gebilde. Und die kann nur 2 Atome beschleunigen. 2 Stück. Nur eine riesen Röhre. Die ist, hat einen Durchmesser von 2 Meter ungefähr. Und kann 2 Atome beschleunigen. Jetzt müsste man sich einerseits das natürlich erstmal vorstellen, so ein Atom ist nun jetzt wirklich nicht das größte, also da brauchen wir schon ein bisschen mehr. Das könnte bestimmt eine Waschmaschine versorgen, eine Weile, diese Atomfusion, was weiß ich. Aber es würde niemals reichen, um irgendwie effizient zu sein. Das heißt, man müsste erstens einen effizienteren Weg finden, um Atomfusion nach vorne zu bringen. Und zweitens ist da immer noch die Sache mit dem schwarzen Loch, das mir ein wenig zu denken gibt. Wenn ich früh aufstehe und dann auf einmal in den Nachrichten erfahre, so Leute, das war's, es ist ein schwarzer Loch auf der Erde, es wird immer größer, saugt sich voll und wir sterben alle aus. Das wäre schon ein bisschen doof. Allein aus dem Punkt, dass ich keine Nachrichten gucke und das wahrscheinlich erst merken würde, wenn ich angelockt werde. Also uncool. Wie genau sich ein schwarzes Loch da jetzt verhält, weiß ich nicht, ich weiß es auch nicht. Aber ich denke, soweit ich das jetzt weiß, meines Wissens nach, und es ist, ich hasse Hypothesen aufstellen. Also, zumindest da Hypothesen aufstellen zu tun, dass er nicht wüsste, wovon ich rede. Soweit ich weiß, ist ein schwarzes Loch so aufgebaut, dass er sich... Es ist klein, saugt sich mit Masse voll und wird dadurch größer. Mal ganz viel blöde erzählt. Ich könnte euch sicher irgendein Superwissenschaftler was viel besseres erzählen und vielleicht auch alles überlegen, was ich sage. Das ist zu meiner Meinung nach, das ist, ich weiß, und dann erzähle ich euch auch. Klein, also klein ist relativ klein, schwarzes Loch. Saugen was auf, werden größer. Saugen was auf, werden größer. Keiner weiß, was dahinter ist. Ich nehme stark an der Tod. Einige denken auch, es wäre dahinter eine andere Welt. Bin ich nicht so der Favorit davon, dass da andere Welten dahinter liegen. Dann, ich glaube, da liegt höchstens der Tod hinter einem. Wenn man die Tod natürlich als nächste Welt bezeichnet, dann mag das mit der anderen Welt durchaus stimmen. Ich möchte mich jetzt auch nicht zum Christenfeind machen. Ist das gegen Christen? Ja, natürlich habe ich das gegen Christen. Deswegen ist mein bester Kumpel auch Christ. Genau aus diesem Grund. Ich glaube, einige Leute glauben mir das sogar. Also das mit den... Ach, vergesst es einfach. Vergesst es einfach. Trinken wir einfach nicht drüber. So. Ich kann es echt nicht glauben, dass dieses Massending an Kies nicht gereicht hat. Wir haben Tonnen an Kies hergebracht. Tonnen! Aber man könnte eventuell... Flup. ...ein wenig Abhilfe schaffen. So... Würde schon reichen.
Und dann platzieren wir hier so kleine Bäume überall, also so ein, zwei Bäume auf dem Platz. Wow, Beete habe ich ja auch Feuer anzulegen. Und deine Beete ist halt ein Park, ne? Soll halt aussehen wie so ein kleiner Landstrich, wie so ein Landstrich vor allem. Landstrich aus Kies. Genau. Ja, ich werde da noch Gras reinhauen in die Felder, die ihr gerade gesehen habt. Alter, stopp einfach. Nein, die Felder können aber noch schön Grasbock rein, damit dann da auch Gras wieder wächst. Keine Angst, ich vergesse das nicht. Sagt der, hat das nächste Folge gegessen. Aber jetzt gehe ich auch mal schlafen. Nachdem ich mir diesen Zauberbogen geholt habe, der hundertprozentig nicht droppt. Wusste ich doch. Wusste ich doch. So. Und mal einen Schluck trinken ganz kurz. Und wieder nach draußen. Ach stimmt, die zünden ist ja an.